Ja Leute, ich bin's wieder, Dragname Thomas Jones, und heute reagiere ich auf die lustigsten Schülerantworten der Welt. Also los geht's. Okay. Wann und wo wurde Mozart geboren? Wann und wo starb er? Er starb 20 Jahre nach seinem Vater. Und wann starb der? Da oben steht 0 und Mittelstrich 1. Und dann nach diesem Satz, nachdem ich das gesagt habe, 0 Mittelstrich 2. Und ganzen steht 0 Mittelstrich 3. Ah ja, da steht noch was. Bernd, was prägte Mozart Kindheit? Das habe ich alles schon gesagt. Also komische Schulantwort und die lustigste irgendwie auch. Aber wo ist jetzt die Antwort? Okay. Hier habe ich auch noch eine. Da steht mehrmals Jesus. Ist always the Awesome wahrscheinlich steht da. Jesus, Jesus, Jesus. Und dieses komische Kreuzzeichen. Das seht ihr ja. Ganz schön viel Jesus. Talking Square Roots. Und wahrscheinlich schon eine Matheaufgabe. Warum steht da dann Jesus drauf? Verstehe ich gar nicht. Vielleicht ihr ja, ich weiß nicht. Dann geht's hier weiter. Finde X. Oh, da steht nur Find X, aber ey, Englisch Find und im Deutsch wahrscheinlich Finde. Also, X hat er gefunden. Oder sie. Und hier ist. Ja. Dann 3, 5. Okay, das war auch richtig leicht. Vielleicht heißt es ja was anderes. Es ist ja eine lustige Schulantwort. Das ist sie, so habe ich sie gefunden. Habt ihr das hier schon auch bemerkt? Turn Hops for Hi-Max. Activity Tree, Brainstorm Verbs. What do you like to do with your friends and family? Complete the sentences below with acting verbs like jump, dive, float or swim. I like to move it, I like to move it, I like to move it, I like to move it. Das viermal. I like to viermal, aber move it mehrmals. Dann geht da noch was anderes. Aktiv 4. Wenn die Verbs. Circle all the verbs below. Cross out all the words that are not verbs. Also lustig ist die Schulantwort. Schon irgendwie. Ah, mal was Interessantes. Quadrilaterals. Perimate. Name the quadrilateral. Bob. Teddison. Sam Kate. Harry. Nicht die Namen der Person, den Namen auf den Blockkürzen zu geben, sondern den Namen von Blockkürzen erraten. Also falsch ist die Schülerantwort definitiv. Lustig, aber auch falsch, so wie die anderen davor. Und danach auch. Du hast 10 Kekse, jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? 10. Das steht da wirklich, seht ihr ja. Acht ist die richtige Antwort. So steht da dann 10. Lustig einfach.
Aber was mit mehr Wörtern? Klasse 3a, Datum 16.06.2000, da kann ich nicht lesen, wahrscheinlich. Ja, 14 würde passen. Dann steht der Name, Adrian. Er hat Glück, dass nicht Nachname steht, sonst würde man wissen, wer das genau ist. Aber Adrian gibt's 1000 Mal. Oh, vielleicht ja deswegen. Na egal. Das Prädikat, Sportarten, schreibe auf, wie du nach dem Prädikat fragst. Darf ich bitte den Prädikat haben? Wahrscheinlich in jedem Satz das Prädikat. Schreibe die Grundform auf. Nadine springt über die Platte an, steckt oder ja, wahrscheinlich schlägt gegen den Puck. Grundform, springen, schlagen. Also ich fand das vorher lustig mit Move and Mold, aber das verstehe ich irgendwie gar nicht. Wahrscheinlich derjenige, der es auch lustig findet. Hohe Männerstimme, Tenor. Tiefe Männerstimme, Orkan. Ist Orkan eigentlich nicht höher? Und Tenor wahrscheinlich tiefer, aber da steht es andersrum. Bei Tenor steht höher, bei Orkan steht tiefer. Ja, könnte so passen. Also so wie ich es jetzt hier gesagt habe. So muss ich Schülerantwort. Schreiben Sie weiter, weiter. Schreiben Sie weiter, was anderes nicht, schreiben Sie das Wort weiter. Aber ihr seht ja, da steht's. Was die lustigsten Schülerantworten sind, sind doch die falschen Schülerantworten. Das habe ich auch schon vorher gesagt. Würde so passen, ja. Also eigentlich stimmt das ja sowieso. Da ich krank war, wenigstens etwas kontraproduktiv. Eine Blume, ein Hase, ein Smiley-Gesicht, ein Käfer, aber in einer Farbe und ein Kleeblatt. Was haben diese Sachen gemeinsam? Natürlich Natur. Also das hoffe ich jedenfalls. Und kontraproduktiv ist aber gar nichts, was immer das bedeutet. Wenn sie krank war, warum zeichnet die was, was in der Natur ist? Ja, das ist Natur. Vielleicht habt ihr die Schülerantworten verstanden, aber ich nicht. Aber ich habe ja alles hier abgelesen und ihr seht es ja dann hier. Okay, vielleicht wisst ihr die Schülerantworten, aber ich ganz bestimmt nicht. Aber lustig schon. Dann habe ich das Video jetzt auch gemacht. Okay, das war's mit dem Video. Ihr kennt den Rest. Ciao.